Aber ich weiß auch, mein Opa, muss ich noch kurz erzählen, mein Opa, das war ein Mensch, der hat sehr gut reden können. Und seine große Stärke war Handeln. Gell, weil mein Opa, der war immer für unsere Stierkälber zuständig. Und bei den Stierkälber ist es so, die, wenn ein gewisses Gewicht erreicht haben oder ein gewisses Alter, dann hat der Opa einen Viechhandler angerufen, das ist bei uns der Greininger Sepp, dann ist er vorbeigekommen und dann ist das Kälber, also das ist dann auf eine Blumenwiese gekommen. Im Himmel. Und der Greininger Sepp wollte immer gern diesen Preis haben für die Kälber, aber mein Opa wollte für seine Kälber immer gern diesen Preis. Also ziemlich weit auseinander. Man hat es aber früher auch geschafft, durch gemeinsames Reden und Handeln. Und meine Güte, es hat halt auch jeder ein bisschen Loch gemessen, weil man hat ja irgendwo das gleiche Ziel gehabt, sich in der Mitte zu treffen. Zufrieden war aber nur dann, wenn man den Eindruck gehabt hat, ja, ich hab den anderen beschissen. Hey. Aber das hat er in der Regel nicht gewusst. Und das darf ich mir so sehr wünschen für die jetzige Zeit, wo eh alles so schwierig ist. Jetzt nicht, dass gleich Stierkälber verkaufen, aber dass vielleicht wieder mehr miteinander reden. Ich glaube wirklich, ich nehme mich da gar nicht aus, ich habe ja auch das Handeln total verlernt. Aber ich weiß jetzt wieder, man braucht ja immer zwei Extreme, die sich streiten, dass man sie irgendwann in einer gesunden Mitte treffen kann. Dass vielleicht irgendwann wieder nach dem Motto läuft, einer für alle und alle für einen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön.